tausendmal Sommer. Vielen Dank, Florian Ehlers. Und natürlich auch begleitet dieses Mal wieder an der Gitarre von Lennart Fischer. Den wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten. Vielen Dank den beiden. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir unseren letzten Talkgast Ihnen vorstellen, das müssten wir eigentlich gar nicht, aber das tun wir natürlich. Und zwar mit den folgenden Bildern. Dr. Henning Scherf ist ein waschechter Bremer. Gemeinsam mit 6 Geschwistern wuchs er in der Neustadt auf. 1958 machte er sein Abitur und studierte im Anschluss Rechtswissenschaften. 10 Jahre später promovierte er zum Doktor und war bis 1971 als Rechtsanwalt in der Hansestadt tätig. Anschließend begann seine politische Karriere. Große Beliebtheit erlangte das SPD-Mitglied in der Zeit von 1991 bis 2005. Als Bürgermeister von Bremen und Präsident des Senats. Henning Scherf bevorzugt eine bürgernahe und konsensorientierte Politik. Oft ging er zu Fuß und ohne Polizeischutz durch die Innenstadt und begrüßte seine Bürger persönlich. Das Wahlvolk dankte es ihm in den Meinungsumfragen, war und ist er stets deutlich beliebter als seine Partei. Doch der Bürgermeister außer Dienst setzt sich auch für andere Dinge ein. Mit seinem großen Projekt Mehrgenerationenhaus möchte er zeigen, dass sich alte und junge Menschen im täglichen Leben sinnvoll ergänzen können. Außerdem hat Henning Scherf noch ein ganz anderes Hobby. Davon erzählt er jetzt bei Rosenscholz. Dr. Scherf, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Das ist ja immer nicht so ganz einfach, Sie zu erwischen, denn Sie sind auch ein Politiker im Unruhestand, kann man fast sagen. Denn Sie sind so dermaßen viel unterwegs, das reicht eigentlich für 2 Terminkalender, oder? Ja, aber keine politischen Termine habe ich mehr, sondern ich habe so, ich schreibe gerne Bücher und ich rede gerne über das Altwerden. Ich rede auch gerne über meine Wohngemeinschaft, in der ich seit 23 Jahren lebe. Jetzt mein neuestes Thema, wie können Wohngemeinschaften demenzerkrankte Menschen integrieren, die nicht einfach abliefern bei irgendwelchen Pflegeheimen, sondern sagen, wir machen das mit euch zusammen. Das wäre ich auch gehe von einer Demenz-Wohngemeinschaft zur anderen und wohne da richtig mit ihnen und lerne ganz wunderbare Menschen kennen. Wer demenzerkrankt wird, der verändert seine Person. Wir haben plötzlich mit einem neuen Menschen zu tun, der eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Kommunikation hat, die müssen Sie erreichen. Wenn Sie den erreichen, dann können Sie wunderbare Gemeinsamkeiten erleben. Es ist ganz grob, demenzerkrankte Leute einfach irgendwo abzuliefern. Die müssen bei uns bleiben. Das ist wohl wahr. Nun hat man so ein bisschen den Eindruck, weil sehr viel auch darüber gesprochen wird, wie viele Demenzkranke es gibt. Man hat als junger Mensch den Eindruck, dass es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vermehrt zu Demenzen kommt. Haben Sie da eine Erklärung für? Meine, früher hieß es immer, Oma, ja, die war da im Bett tüdelig und dann war das irgendwie damit abgetan. Das war normal. Warum hat man diesen Eindruck? Wir werden alle älter. Die Lebenserwartung bei uns in Deutschland verlängert sich Jahr für Jahr um ein halbes Jahr. Und das hält an. Die 100-Jährigen werden immer häufiger. Und die Erfahrung ist, dass die über 90-Jährigen zu fast 50% dement sind. Also das ist eine typische Alterserkrankung. Und ja, und so ergibt sich, wenn wir immer älter werden und immer mehr werden, wird es auch immer mehr Demenzerkrankte geben. Mhm. Für mich ist das ganz plausibel. Ja. Diese Wohngemeinschaften, in der Sie ja auch selber, sagen Sie, seit 23 Jahren leben, das ist ja, das sind ja auch mehr Generationen in einem, unter einem Dach. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis, dass nicht nur die Jungen irgendwann für die Alten da sind, sondern umgekehrt ja auch die Alten für die Jungen. Also es gibt Kinder, es gibt dann junge Erwachsene, die berufstätig sind, es gibt dann die Senioren. Wie viele Generationen sind bei Ihnen? Also wir bemühen uns immer, 3 Generationen zusammenzukriegen. Das ist nicht ganz einfach, weil besonders die, die so aus der Schule rauswachsen und dann ihre Berufsausbildung suchen, natürlich dann auch weit gucken. Also unsere Kinder sind nach dem Abitur ins Ausland gegangen. Die wollten ganz woanders aufwachsen. Die wollten selbstständig sein. Und da muss man immer wieder neue Anläufe machen, muss sich umgucken oder deren Freunden mit deren Hilfe nach anderen Jungen suchen.
Das gelingt uns immer wieder, aber das ist jedes Mal spannend. Die Kleinen sind viel länger da, weil die wachsen da so richtig rein und durch, bis sie dann Abi haben und dann sind sie weg. Aber die Erfahrung, dann in einem Mehrgenerationenhaus auch aufgewachsen zu sein, die nehmen Sie ja mit. Auch, man weiß ja, dass das, was Kinder im Kleinkinderalter erleben, sehr prägend ist für die Zukunft. Ja, und mit unseren Geschwistern sind wir mit den Eltern und besonders mit der Großmutter zusammen aufgewachsen. Die Großmutter hat uns durch den Krieg gebracht. Mein Vater, meine Eltern, beide saßen im Gefängnis. Sie waren gegen die Nazis und wurden weggesperrt. Und wir hatten nur noch die Omi. Und diese wunderbare Großmutter, die hat uns über die schwierigen Jahre gebracht. Und darum werde ich das nie vergessen. Da ist ja aber dann auch die Hoffnung mit verbunden, denke ich mal, dass diese Kinder, die heute in ihren Wohngemeinschaften und in ihrer Wohngemeinschaft oder auch anderen wohnen, dass die auch diese Erfahrung, da aufgewachsen zu sein, viel bewusster mitnehmen. Weil wenn man mal so wenn man das mal so sieht, das gibt es ja doch eher weniger. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist das in der Stadt häufiger als auf dem Lande oder kann man das überhaupt? Auf dem Lande ist, glaube ich, eher noch der Fall, weil es so natürlich immer weniger, das liegt daran, dass die Berufsbiografien überhaupt gar nicht mehr zusammengehalten werden können. Früher war es eigentlich selbstverständlich, dass die Kinder reinwuchsen in die Arbeit der Eltern. Das ist aber heute nicht mehr die Regel, sondern die suchen ganz andere Jobs. Die ziehen in die Großstadt oder die suchen da die Arbeit, wo sie sie finden. Und dann geht es auseinander. Und das Zusammenhalten wird durch diese unterschiedlichen Berufsbiografien immer schwieriger. Und dann kommt noch dazu, dass wir, je älter wir werden, umso weniger Kinder nachkommen. Das ist auch demografischer Wandel. Beides zusammen macht diese Vorstellung, dass man mit drei Generationen unter einem Dach groß werden kann, eher zu einer Ausnahme. Und das ist in der Stadt besonders deutlich, aber auch auf dem Land schon weitgehend zu beobachten. Und da muss man sich eben umgucken und sagen, wenn es dann nicht in der eigenen Familie geht, vielleicht kann ich das mit anderen zusammen machen. Warum können wir nicht lernen, mit diesen vielen Migrantenkindern, die es hier nun überall gibt, ganz vertraut zusammenzuziehen? Warum sollen wir die immer auf Abstand halten? Warum sollen nicht diese vielen Singles, die wir haben, Freude daran bekommen, sich direkt und ganz vertraut mit diesen vielen Kleinen, die nun unsere Sprache lernen wollen und die natürlich Leute brauchen, die ihnen die vermitteln, die das über die Eltern nicht allein können, weil die Eltern die gar nicht richtig können, die Sprache. Warum sollen wir nicht mit denen was zusammen machen? Ich habe mit einem Oldenburger berühmten Stadtsoziologen die Fantasie entwickelt für Frankfurt. In Frankfurt gibt es die meisten Singles in Deutschland und die meisten Migrantenfamilien. Warum diese Jaffis, diese Young Urban Professionals, die eigentlich nur Geld verdienen und dann so ein bisschen Jux machen und weit weg sind von Familie, warum tun die nicht zusammen? Das ist doch wunderbar. Wenn die dann abends nach Hause kommen, dann kommen sie nach Hause und da ist der Tisch gedeckt und das ist alles fertig. Und die Kinder sitzen da und sie freuen sich und die Blumen stehen auf dem Tisch und sie sagen, Dankeschön, hast du wunderbar gemacht. Und es ist toll, türkisch zu essen und es ist toll, europäisch, südeuropäisch zu essen. Warum sollen die das nicht machen? Und andersrum, warum sollen diese Kinder nicht über diese Jappis die Sprache lernen und sich das, was wir so an Schwellen und an Distanzverhalten haben, überwinden helfen. Das fantasiere ich mir für eine lebendige, zukunftsträchtige Stadt. Ich finde es klasse, dass Sie... Der ist hier in Oldenburg. Ein berühmter Stadtsoziologe. Die Oldenburger wissen, glaube ich, gar nicht, was sie für Schätze hier an der Uni haben. Das ist so ein Schatz. Aber also ich finde es schon faszinierend, wie Sie auch dahinter stehen. Und das zieht sich ja eigentlich auch durch Ihr Leben. Wir haben gehört, Sie sind Doktor Jurist, Sie sind Rechtsanwalt, haben eine Praxis gehabt und sind dann aber in die Politik gegangen und waren, sind, glaube ich, heute noch immer einer der beliebtesten Politiker Deutschlands überhaupt. Auf jeden Fall beliebter als die Partei. Das darf ich, glaube ich, noch sagen. Das waren Sie auch immer. Ja. Und dann kam ja 2005 doch für alle so ein bisschen unerwartet Ihr Rücktritt aus dem Amt des regierenden Bürgermeisters von Bremen. Und da haben Sie damals auch gesagt, Sie wollen Platz machen für die Jungen. War das denn von Ihnen schon länger geplant oder war das auch eine spontane Entscheidung? Nee, ganz lang geplant. Das war mein dritter Anlauf. Ich wollte schon vorher. Man hat mich nicht gehen lassen, weil ich so wunderbare Wahlkämpfe, Erfolge hatte und wollten meine Sozis natürlich mich nicht verlieren. Die dachten, mit dem gewinnen wir die nächste Wahl. Und die Koalitionspartner, das war das Große. Wir machten eine große Koalition, die wollten, dass ich bliebe, weil sie sagten, wir haben mit Ihnen einen Koalitionsvertrag. Und wenn Sie den bitte sehr erfüllen, dann geht das. Aber wenn Sie
abhauen, dann wird es brüchig. Also von beiden Seiten bin ich so richtig eingeklemmt gewesen. Und ich dachte irgendwann, Mann, ihr müsst mich doch mal gehen lassen. Mit 67 Jahren darf man doch sagen, jetzt bin ich über 27 Jahre in der Regierung. Ich war der Methusalem. Wieso darf ich jetzt nicht mal sagen, jetzt ist Schluss, jetzt mal tschüss und jetzt bitte die Nächsten und bitte ein neues Kapitel aufschlagen. Und ich wollte auch noch ein neues Leben anfangen. Ich wollte nicht mit den Füßen zuerst aus dem Rathaus rausgetragen werden, habe ich gesagt. Da bin ich mittendrin. Es ist wunderbar gegangen, wunderbar geglückt. Die haben alle Verständnis dafür gehabt. Die Opposition hat nicht hinterhergetreten. Die Journalisten haben gesagt, gut, der hat sich jetzt so lange hier abgequält, der muss das eigentlich tun dürfen können. Ich bin heilfroh, dass mir das geglückt ist. Und seitdem habe ich ein neues Leben.